Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Mein Name ist Sabrina und wir machen heute eine kleine Herzensmenschlegung. Ein kleines Orakel, heute nur ganz kurz, denn es sind Ferien und ich habe alle Kinder zu Hause und ich glaube, für eine ausführliche und lange Legung bleibt leider keine Zeit. Aber ich dachte, wir schauen heute noch mal rein, was ich dir noch so mitgeben darf. Wie immer ist es ein allgemeines Orakel, das bedeutet, es kann auf dich zutreffen, muss es aber auch nicht. So, schauen wir mal. Wir nehmen heute nur 3 Karten, um herauszufinden, was los ist bei deinem Gegenüber. Wir haben hier einmal das Schiff, die Sehnsucht, Karte Nummer 3. Dann haben wir den Klee, hin zu neuen glücklichen Ufern und ein Brief. Ja, hier setzt sich dein Herzensmensch in Bewegung und versucht herauszufinden, wie er sein kleines Glück noch finden kann. Wir haben das Kreuz, eine schicksalhafte Begegnung, vielleicht auch eine Frage der Integrität, die sich hier stellt, der karmischen Verstrickungen. Dein Gegenüber macht sich auf dem Weg, gedanklich zumindest hier, neue Wege zu finden, auch miteinander ins Gespräch zu kommen, zu kommunizieren. Es kann sein, dass hier vielleicht Nachrichten kommen zu Weihnachten. Ja, das ist nicht immer gesagt und ich möchte dir jetzt auch nicht unbedingt Hoffnung machen, falls es keine Hoffnung gibt, aber tendenziell ist hier angezeigt, dass dein Herzensmensch sich damit beschäftigt, auch seine Gedanken zu sortieren, herauszufinden, was möchte ich wirklich. Wir haben hier die 9, da die 9 und diese 9er-Energien sagen immer, es kommt etwas zum Abschluss und es beginnt etwas Neues. Ja, die 9 ist die größte einstellige Zahl und danach kommt dann die 1-0, dann geht es entweder wieder um Hü oder Hot. Bei der 9 ist es aber so, dass etwas von alleine zum größtmöglichsten Wohl entwickelt wird und die Sehnsucht treibt ihn dahin zu dieser Weiterentwicklung, um sich hier auch einzugestehen, dass es karmische Verstrickungen gibt, dass es vielleicht Absprachen auf der Seelenebene gibt und der Mensch, auf den wir hier schauen, versucht, das auch für sich zu lösen, ja, auf den ein oder anderen Wege. Wir schauen noch mal ins Lightseekers-Tarot heute rein. Da hätte ich gerne auch noch mal 3 Karten, welche Energien ihn so umschwirren. Da haben wir hier die Sonne. Ja, es geht hier um Wunscherfüllung. Es geht darum, diese Wintersonnenwende zu nutzen. Wir haben heute den 23. Dezember. Es geht darum, die Kraft wieder in das Leben einzuladen. Das Gute, Wahre und Schöne, die Sonne wieder aus dem Herzen ins Leben scheinen zu lassen, weil die 9 Schwerter hier, ich sag's ja, die 9 sind immer Abschlüsse, es ist jetzt genug gedacht worden, es ist genug kaputt gedacht worden. Mit den Schwertern sind hier genügend Gedanken im Kreis gelaufen, sich ständig wiederholende Gedanken, es ist an der Zeit aufzuhören, dort zu sitzen, zu verweilen und zu weinen. Ja, das ist jetzt abgeschlossen mit den 9ern. Die Sache ist jetzt durch. Es darf jetzt wieder weitergehen. Und dann haben wir hier die 2 der Schwerter. Vielleicht nagt es noch eine Weile an ihm. Ja, aber wenn wir die 9 Schwerter und die 2 Schwerter hier zusammenrechnen, haben wir 11 Schwerter. Lauter neue Chancen auf Neuland, neue Dinge zu entdecken. Aber hier muss erstmal Klarheit geschaffen werden. Ja, hier müssen erstmal diese beiden nervigen Gedanken abgeschüttelt werden. Vielleicht braucht er hier auch Zeit, um das Ganze niederzuschreiben oder sich von der Seele zu reden oder auf die eine oder andere Weise halt für sich zu transformieren. Ja. Geben wir dem Menschen die Zeit, die er braucht. Zurzeit fühlt es sich noch so an, als würde man hier gegen Schattenboxen 5 Stäbe, ein Gerangel, ein ewiges Hin und Her, energetische Verstrickungen, karmische Verstrickungen. Es kann sehr anstrengend sein, aber es ist an der Zeit, sich daraus zu arbeiten. Ich nehme jetzt noch eine Karte für dich aus dem Orakel der Göttinnen und wir schauen mal, was ich dir jetzt hier heute noch mitgeben darf. Und zwar haben wir die Vesta, das Heim. Deine häusliche Situation verbessert sich zum Guten, sei es durch einen Umzug oder durch eine Veränderung der Bewohner. Also schau auch gut auf dich, dass du es in deinem Heim mit deinem Liebsten so schön wie möglich hast. Ja,
Bleibe auch du nicht in einer Art Vermissensmodus stecken, sondern kümmere du dich gut um dich und deine Angelegenheit, um deinen Körper, um dein Zuhause, um deine Familie. Solange du hier wartest auf den anderen, steckst du selber auch immer wieder in Gedanken, die dich energetisch von deinem eigenen Leben wegziehen. Versuche jetzt mal wirklich mental zur Ruhe zu kommen, um das kleine Glück am Wegesrand jetzt auch wirklich zu genießen. Ja, Tag für Tag, nicht mehr und nicht weniger. Du schaffst das schon. Ich wünsche dir alles Gute, schöne Weihnachten, dass du es wirklich so schön wie möglich hast und dass dein Herz hier auch von dieser Sonnenenergie berührt werden darf, dass du die Wintersonnenwende hoffentlich auch für dich nutzen kannst, um gute Entscheidungen für deine Zukunft zu treffen. Ich weiß noch nicht so genau, wie es in den Ferien ist. Ich denke mal nicht, dass ich hier jeden Tag erscheinen kann, auftauchen kann, weil einfach viel los ist und ja, es nun mal Ferien sind. Und wenn ich Zeit habe, bin ich da. Wenn nicht, dann nicht. Das wirst du merken, aber wir hören uns auf jeden Fall nochmal vor Silvester. Und ja, ich wünsche dir alles Gute, gehab dich wohl und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.